Herzlich willkommen zu einer weiteren geschmeidigen Runde Call of Duty Modern Warfare Remastered im Hardcore Team Deathmatch auf der Map Backlot. Und ja, ich denke mal, wir werden hier einfach mal alles geben. Mit der, was nehmen wir denn mal? Ich denke mal die AK. So, da habe ich jetzt mittlerweile die Digitaltarnung freigeschaltet. Oder freigeschossen, freigekillt. Und vielleicht gibt mir das ja auch einen kleinen Boost. Einen psychologischen Vorteil. Keine Ahnung. So, erstmal hier hinten schön Clays entpacken. Wo treiben die Leute sich denn rum? So, ich hoffe, ihr habt auch das Double XP Wochenende. Oh nein, scheiße. So verbracht wie Mr. Burns. Völlig explodiert. Nee, das war ja ganz nice. Es gab hier vor kurzem halt, je nachdem wann das Video jetzt hier kommt, gab es letztendlich ein Double XP Wochenende und da konnte man natürlich ordentlich leveln. Ich habe das leider viel zu spät gemerkt und habe leider gar nicht so viel zocken können in dem Moment, wie ich vielleicht gerne gewollt hätte, aber so ein bisschen Progress habe ich gemacht. Und ja, war auf jeden Fall nice, war auch gefühlt mehr los auf den ganzen Servern und beziehungsweise Server gibt es ja da ist es direkt. Auf jeden Fall auch im Hardcore-Modus gab es da ein bisschen Variety, wobei ich jetzt echt wirklich das Kartenpaket hersehe, ne? Das ja jetzt irgendwie im Dezember kommen soll. So, wo sind die denn? Ich habe alle gemutet. Nicht, dass hier irgendeiner anfängt. Hab dich! So, hier hauen wir mal lieber gleich ab. Na, das hat ja super geklappt. So. Der Typ will mich bestimmt holen kommen, deswegen werde ich mal den Spot so ein bisschen changen. Aber wie gesagt, Hardcore ist ja immer so. Siehst du, der wollte mich haben. Hat auch schon gleich da nach oben gezielt. Hätte wahrscheinlich eine Handgranate oder ähnliches geworfen und das wäre es dann gewesen. Das sieht man also, es ist von Vorteil, wenn man in Bewegung bleibt. Ich habe immer noch nicht so richtig Infinite Warfare gespielt. Vielleicht ist es ja auch voll geil. Aber Call of Duty Modern Warfare, das Spiel, das habe ich so viele Stunden damals gesuchtet. Und jetzt, wo es das wieder gibt, ist es, wie ich finde, mal eine echt gute Abwechslung. So ein bisschen Back to the Roots. Das ist ja jetzt, wenn ich Infinite Warfare mir mal so ansehe. Wie gesagt, ich habe ein, zwei Partien ja ganz am Anfang auch mal gespielt. Auch die Beta. Ja. Das ist schon sehr viel Sci-Fi. Und das hier ist mehr so. Ja, wie gesagt, das ist so die Basis von dem Ganzen irgendwo, keine Ahnung. Finde ich im Prinzip nicht schlecht. Ich hoffe, das kann man lange spielen. Ich hoffe, dass ich die Shooter. In meinem Battlefield hat es ja jetzt irgendwie auch vorgemacht, mit Battlefield 1. Die sind ja noch weiter in der Zeit zurückgegangen. Oh Mann, lass mich doch rein hier. Dann steht er da einfach mit seiner. Kann mich angehen. Ja, also Battlefield hat es ja vorgemacht. Man ist so gar nicht erst richtig in diese Sci-Fi-Schiene reingegangen. Oh, da habe ich mich fast erwischt. Ich denke mal, das ist ganz erfrischend. Wie gesagt, dieses. Hab dich. Wie er nochmal hochgehopst ist, ne? Habt ihr das gesehen? Okay. So, dann gehen wir mal hier hin. Ich bin immer noch irgendwie schon verwundet, deswegen klebt da so ein bisschen Blut an der Linse. Feindliche Drohne gestartet. So, die Drohne kann uns nichts anhaben. Na, da sind Schüsse. Jupp, hab ihn. Ah, cool, weil ich so verwundet bin, kriege ich immer halt das, die Auszeichnung Nahtodabschuss. Das ist natürlich nice to know. Nice to know. Nice, da ist eine Clay hochgegangen. Und wir haben Luftschlag. Okay. Setze ich den jetzt schon ein oder warte ich noch?
Da war. So, jetzt hoffen wir mal nicht, dass der über mich rüber mäht. Nice. Ein Kill, dann hätte ich einen Heli. Komm, einer. Not even once. Really? Okay. Dann werden wir mal gucken, aber ich vermute mal, dass die meisten jetzt hier schon ihre Spots gefunden haben. Das heißt, ein Heli. Macht der es besser? Da ist der Heli. Was hat der für eine Weapon? Nice, Alter. Was ist das für eine Camo? Okay. So, das ist aber echt eine nice Camo. Das ist schon noch was Freigespieltes, ne? White Tiger, oder was ist das? Wow. Not good. Ich glaube, ich bin gespottet worden. Oh, Mann! Was war das denn? Ich hab den noch... Das ist aber... Wieso? Nein. So, hier haben wir mal eine Clay hin. Da ist ja immer guter Durchgangsverkehr. So, der Kumpel hat hoffentlich einen Drohnenstörer aktiv. Jetzt kommen die Gegner her, was aber ja auch ganz nice ist. Wir wollen ja den Gegner sehen. Hier mache ich auch mal eine Clay hin. Ich habe jetzt letztens wieder so ein Video gesehen. Da wurde gesagt, dass der meiste Schaden bei den Waffen letztendlich entsteht, wenn man keine Aufsätze benutzt. Deswegen habe ich jetzt auch bei der AK den Schalldämpfer abgemacht. Das war irgendwie zwar alles irgendwie im Normalmodus, aber da hat halt letztendlich der normale Spieler, ich weiß gar nicht, ob der andere Juggernaut hatte, der musste irgendwie, oh, da unten, da musste einer 5 Schüsse abgeben, bis der down war. Und gleiche Entfernung, gleiche Spieler, Perks und alles, waren dann halt 3 Kugeln, also 2 Kugeln weniger letztendlich, ohne dann letztendlich die Aufsätze. Und naja, jetzt mit dem Wissen würde ich mal sagen, nutzen wir das mal einfach mal. So, wir haben schon wieder die... Hab ich? Nein. Scheiße, die Waffe ist alle, oder was? Oh, verdammt! Oh, Gott sei Dank. Okay, Luftangriff. Hauen wir mal... Na, wohin hauen wir es immer hin? Da nicht. Oder nur in die Mitte. Das ist wahrscheinlich scheiße. Da. Eigentlich hätte ich das mal auf mein Gebäude hauen sollen. Ja, einer. Na, nein. So, dann brauchen wir wieder einen für den Heli wahrscheinlich, ne? Ach, komm schon. Alter. Helikopter. Nice. Das könnte die bisher beste Runde, glaube ich, fast sein. Für mein Verhältnis jedenfalls. Bin ich oft gestorben und habe jetzt schon zweimal einen Heli gehabt und alles. Ich hoffe, der mäht da auch mal was runter. Schimmeln die denn? War da einer? Verdammt. Oh, Dude, hast du mich erschreckt? Hat der eine Waffe? M4, nehmen wir doch. So. Der Hubschrauber ist jetzt nicht... Da ist einer! Oder hat einer den Heli abgeholt? Das ist natürlich überhaupt nicht nett. Und die letzte Minute läuft, glaube ich. Kriegen wir noch einen Kill? Sieht nicht so aus.
Da ist einer. Da, komm. Oh. Da, da, da. Oh, geil. Nice. Boah, okay. Geile Runde. Echt geile Runde. Und sogar den letzten Kill wahrscheinlich gemacht. Ja, nice. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war mal, wie ich finde, eine richtig gute Runde. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ciao.